Der Untergang der Titanic in der Nacht des 14. April 1912 bleibt eines der tragischsten und bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte der Seefahrt. Die Titanic, ein riesiges und opulentes Schiff auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton, England, nach New York City, kollidierte mit einem Eisberg im Nordatlantik. Durch den Aufprall wurden die vorderen Räume des Schiffes überschwemmt, was zu einem schnellen und unumkehrbaren Untergang führte. Es wurden Anstrengungen unternommen, um die Passagiere und die Besatzung an Bord der Titanic zu retten. Die Besatzung schloss wasserdichte Türen und versuchte, Wasser aus den betroffenen Abteilen zu pumpen. Doch das Ausmaß des Schadens wurde deutlich und es wurde klar, dass das Schiff zum Untergang verurteilt war. Der Kapitän des Schiffes, Edward Smith, ordnete die Evakuierung an, doch die verfügbaren Rettungsboote reichten nicht für alle an Bord befindlichen Personen aus. Als sich die Situation verschlechterte, begann der Bug der Titanic zu sinken, während das Heck höher in die Luft stieg. Dies machte es für diejenigen, die auf dem Schiff verblieben waren, schwierig, Zugang zu den verbleibenden Rettungsbooten zu erhalten. Schließlich zerbrach das Schiff in zwei Teile und beide Hälften sanken getrennt in die Tiefen des Ozeans. Der Untergang der Titanic dauerte etwa 2 Stunden und 40 Minuten. Leider befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch viele Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord, entweder in überschwemmten Gebieten gefangen oder nicht in der Lage, die Rettungsboote zu erreichen. Die kalten Wassertemperaturen reduzierten ihre Überlebenschancen zusätzlich. Die Tragödie der Titanic fasziniert seit über einem Jahrhundert Menschen auf der ganzen Welt. Es hat zahlreiche Bücher, Filme und Dokumentationen inspiriert und erzählt Geschichten über Heldentum und Überleben. Die Katastrophe führte auch zu erheblichen Änderungen der Sicherheitsvorschriften für den Seeverkehr, wie zum Beispiel der Forderung nach ausreichend Rettungsbooten auf allen Schiffen und der Einrichtung der International Ice Patrol zur Überwachung der Gefahren durch Eisberge im Nordatlantik. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Untergang der Titanic über 1500 Menschen das Leben kostete und unauslöschliche Spuren in der Geschichte hinterließ. Der schnelle Abstieg des Schiffes in das eisige Wasser und der darauffolgende Verlust von Menschenleben haben im Laufe der Jahre Nachwirkungen hervorgerufen. Der Untergang der Titanic erinnert an die Fragilität menschlicher Bemühungen und die Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen in der maritimen Industrie.